Was ist Buddhismus? Was ist Leiden? Was ist eigentlich Erleuchtung? Was verändert sich alles durch das Meditieren? Wie funktionieren unsere Gedanken und Emotionen? Was bedeutet Karma tatsächlich? Wie funktioniert Wiedergeburt? Worauf beruht das Glück, nach dem wir alle streben? Was bedeutet Gewaltlosigkeit? Was können wir tun? Im Buddhismus geht es nicht um Glauben, sondern um Ethik und Erkenntnis. Das Rad der Lehre. Bewusstsein. Fest verwurzelte Gewohnheiten. Leerheit. Liebende Güte üben. Wahrnehmungen. Die fünf Silas. Veränderungen zulassen. Die Paramitas. Der Weg der Mitte. Inneren Frieden finden. Geistesformationen. Der edle achtfache Pfad. Universelle Verantwortung. Innere Abrüstung. Das globale Leiden unserer Zeit. Ethik und Gesellschaft. Buddhistische Philosophie. Aus buddhistischen Lehrtexten. Der Buddha und seine Lehre. Großzügigkeit üben. An nichts glauben. Das Streben nach Glück. Das Ende des Schubladendenkens. Der Mensch ist Teil der Natur. Das eigene Glück schmieden. Den Kerker verlassen. Selbst entscheiden. Achtsamkeit im täglichen Leben. Was der Einzelne für die Welt tun kann. Meditieren lernen. Selbsterkenntnis. Die Sinnlosigkeit von Kriegen. Wir können erwachen. Verstehen ermöglicht Mitgefühl. Das Glück, sich selbst zu entdecken. Wahres Glück. Karma und Natur. Selbstbewusstheit. Bedingungslose Liebe. Üben verändert das Gehirn. Aus dem Leiden lernen.